Eine junge Frau in sitzender Position. Sie hat einen ovalen Zierspiegel in der Hand. Eine Frau spielt auf einer kleinen Tischorgel. Ein junges Mädchen bedient die Blasebälge des Instruments. Der Tisch ist mit einem Orientteppich bedeckt. Eine Frau greift mit der rechten Hand in eine Bonbonschale, die ihr ein junges Mädchen reicht. Von der linken behandschuhten Hand der Frau hat sich ein Vogel gerade eine Süßigkeit geholt. Ein junges Mädchen bringt eine blumengefüllte Schale. Eine Frau flicht einen Kranz. Im Zentrum isoliert eine weitere Frau. Sie hält den Schaft einer Bannerlanze und streift das Horn eines Einhorns. Löwe und Einhorn teilen die blauen Brokatvorhänge eines Pavillons, die mit goldenen Flämmchen bestickt sind. À mon seul désir, einzig nach meinem Verlangen. Ein junges Mädchen präsentiert ein geöffnetes Schmuckkästchen. Eine leicht schräg geneigte Frau hält einen Schleier, der vor Juwelen überfließt. Ein Wandbehang aus 6 Tapisserien, aufbewahrt im Nationalmuseum für mittelalterliche Kunst in Paris. Juli 1841. Der Schriftsteller Prosper Mérimée, Inspektor historischer Bauwerke, besucht das Schloss von Boussac. Er erwähnt 6 türkisch inspirierte Tapisserien, die in Holzverkleidungen aus dem 18. Jahrhundert eingepasst sind. Ein paar Jahre später sind die Tapisserien eingerollt und im Rathaus von Boussac der Feuchtigkeit und den Ratten ausgesetzt. Das untere Ende der Stücke ist teilweise zerstört. Das Hôtel de Cluny, eine Pariser Dépendance der Burgunderabtei, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Der Staat macht es 1834 zum Nationalmuseum für mittelalterliche Kunst. Der Konservator Edmond de Sommerard erwirbt von der Stadt Boussac die Dame mit dem Einhorn. Der restaurierte Wandbehang gelangt 1883 in das Museum. Sehr bald erkennen die Historiker darin die 5 Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Die 6. Tapisserie ist geheimnisvoller und war Gegenstand vielfältiger Interpretationen. Beim Teppichweben wird ein mobiler Schussfaden mit festen Kettfäden verkreuzt, die auf horizontale oder vertikale Webvorrichtungen gespannt sind. Mit den Schussfäden werden also gleichzeitig das Gewebe und die verschiedenfarbigen Motive erzeugt. Die Tapisserien in Cluny sind 3 bis 4,70 Meter breit und 3 bis 3,80 Meter hoch. Die Herstellung einer solchen Tapisserie konnte 2 Jahre in Anspruch nehmen. Ein Wandbehang aus mehreren Teilen war deshalb ein begehrter Luxusartikel, der gern verschenkt wurde. Der Auftraggeber bat einen Maler um ein Muster, ein verkleinertes Modell der späteren Tapisserie. Von diesem Modell zog man einen Karton oder auch mehrere Kartons, die zusammen maßstabsgerecht die zu fertigende Tapisserie ergaben. Diese Kartons oder Abzüge davon dienten dem Teppichweber während der gesamten Arbeitsphase als Vorlage. Für Blumenmuster oder kleine Tiere benutzten die Teppichweber bestimmte Kartons mehrfach, teilweise spiegelverkehrt. Die Färber arbeiteten eng mit den Teppichwebern zusammen. Nur 3 Pflanzenfarben dienten als Grundstoffe. Krapp, also rot, Reseda, gelbbraun und Indigo-blau. Aus ihrer Mischung beim Färbungsprozess ließen sich alle Nuancen der Teppichweberei erzielen. Rottöne, Blautöne, Gelbtöne, Grüntöne, Weißtöne. Der Grund ist orange-rot und sehr hell, die Zentralzone blau und dunkel. Die beiden Zonen kontrastieren sowohl in der Farbe als auch in der Helligkeit. Die helle Figur des Löwen sowie die des Einhorns heben sich von der blauen Farbinsel und diese vom roten Grund ab,
Die Farbanordnung scheint im Wappen wieder aufgenommen. Auf dem krapproten Grund eine Überfülle vergissmeinnichtblauer Blumen. Auf dem blauen Grund dominieren die roten Blumen. Die Künstler waren wohl vertraut mit den anregenden dynamischen Farbwirkungen und den Regeln des Kontrasts. Mit dem Anschlagen quer oder diagonal zum Schussfaden haben sie Techniken entwickelt, den gleichmäßigen Übergang von einer Farbe zur anderen zu durchbrechen und so die Nuancen in all ihrer Lebendigkeit hervortreten zu lassen. Bei klaren Flächen wie den Frauengesichtern oder den Tierköpfen lässt die Wollstruktur die Gesichtszüge wie mit dem Stift gezeichnet erscheinen. Wie bei anderen sogenannten Mille-Fleurs-Tapisserien ist der Bildraum gesättigt. Die Flora ist reich. Ilex, Orangenbaum, Kiefer, Eiche. Vier Bäume dargestellt im Moment ihres Fruchtstandes. Und Blumen. Hyazinthe, Stiefmütterchen, Leimkraut, Osterglocke, Ehrenpreis, Gänseblümchen, Margarite, Vergissmeinnicht, Ringelblume, Minze, Akelei, Glockenblume, Immergrün, Erdbeerpflanze, Nelke, Goldlack, Veilchen, Rose. Bei den Tieren mischen sich wilde Arten und Haustiere. Fasan, Falke, Reiher, Ente, Papagei, Elster, Feldhuhn, Ginsterkatze, Hase, Fuchs, Ziege, Hund, Lamm, Affe, Wolf, Panther, junger Löwe und auch ein junges Einhorn, dessen Horn noch nicht gewachsen ist. Die Damen und jungen Mädchen sind sämtlich blond und blauäugig. Sie erinnern an die Gesichter, die auf die Künstler des 15. Jahrhunderts zurückgehen. Rundliches Kinn wie bei Botticelli, hohe Stirn wie bei Memling. Die Körper entsprechen der Tradition des Jahrhunderts. Schmal, langgliedrig, mit schlankem Oberkörper und leicht vorgewölbtem Bauch. Aber die Haartrachten sind seltsam. Frei herabfallend von einem schweren, dreieckigen Diadem zusammengehalten, kurzes Haar unter einem Turban mit Federbusch. Schließlich Flechten, mit schmalen Bändern zur Kordel gedreht und auf dem Kopf in einem widerspenstigen Schwänzchen endend. Bei Ober- und Unterkleidern wechseln sich Brokat, Satin, Moiré oder Samt in Blau oder Rot ab. Durchsichtige Musselinärmel und reiche Goldstickereien, besetzt mit kostbaren Steinen oder großen Perlen, säumen diese Kleider. Diadem, Collier, Brustschmuck, Armband, Schnalle, Brosche, Agraffe, Goldkette. Wir sind Zeugen eines prahlerischen Luxus, romantischer, märchenhafter Szenen, einer Übertreibung, die ans Fantastische grenzt, die neugierig macht und uns drängt, nach dem Sinn dieser Bilder zu fragen. Das Wappen der Dame mit dem Einhorn zeigt Rot mit einem blauen Schrägbalken, auf dem drei Silbermonde aufsteigen. Die Symbole finden sich auf Turnierlanzen, auf den Bannern oder Königsfahnen, die daran flattern, auf Umhängen oder auch auf Schilden wieder. Auch der Pavillon ist eine heraldische Darstellung. Im Allgemeinen werden Wappen ergänzt durch Träger, die sie zu präsentieren scheinen. Hier übernehmen Löwe und Einhorn diese Rolle. Der Löwe, der König der Tiere, ist das verbreitetste Wappensymbol. Kraft, Mut, Herrschaft.
Das Einhorn, der Fantasie der alten Griechen entsprungen und in mittelalterlichen Bestiarien wieder aufgegriffen, hat ein langes, gedrehtes Horn. Dieses Elfenbeinhorn, in Wirklichkeit der schraubenförmige Stoßzahn eines Meerestieres, des Narwals, war sehr begehrt. Es schützte angeblich vor den meisten Giften und vor männlicher Impotenz. Als unzähmbares und schnellstes Tier von allen ließ sich das Einhorn nicht fangen. Es symbolisierte Geschwindigkeit. Wenn es eine Jungfrau erblickte, schmiegte es sich in ihren Schoß. Dann konnte es von den Jägern gefangen oder getötet werden. Das Einhorn wurde manchmal mit Christus gleichgesetzt und die Jagd auf das Einhorn mit der Passion. Die Monde erinnerten an den Orient. Eine Legende in Boussac schrieb die Tapisserien einem türkischen Prinzen zu, der in der Gegend im Exil lebte. In Wirklichkeit ist seit 1883 bekannt, dass es sich um das Wappen der Leviste handelt, einer reichen Familie aus Lyon. Jean Leviste, der Vierte des Namens, gehört zur Entourage Ludwigs des XI. Er wird 1489 einer der Präsidenten der Cour des Aides, des Hofs für außerordentliche Finanzen des Königreichs. Jean Leviste hat sein Wappen überall angebracht, an den Schornsteinen seines Schlosses in Nancy, über den Türen, auf den Fliesen der Gänge, der Gemächer und der Speicher. Er starb im Jahr 1500. Aber auch andere aus der Familie Leviste hätten den Wandbehang in Auftrag geben können. Der Cousin ersten Grades von Jean, Aubert Leviste, der Ratsherr im Pariser Parlament war, oder der Sohn von Aubert, Antoine, Mitglied der Kanzlei um 1500, bevor er 1523 Parlamentspräsident wurde. Im Schloss von Arcy sind die Wappenträger zwei Löwen. Bei der Herstellung seiner Kartons hat der Künstler dem Löwen das Einhorn beigegeben. Der Löwe ist vielleicht eine direkte Anspielung auf die Stadt Lyon, aus der die Familie Leviste stammte. Das Einhorn ist vielleicht eine Umsetzung ihres Namens. Vist stand im alten Französisch für Vitesse, also Geschwindigkeit. Löwe und Einhorn begegnen uns überall. Das Wappen der Leviste setzt zwei Farben nebeneinander, was den Regeln der Heraldik widerspricht. Es müsste drei blaue Monde auf einem Silberbalken zeigen. Aber das war das Wappen der Königin Genièvre im Romanzyklus der Tafelrunde. Möglicherweise haben die Leviste diese Ähnlichkeit bewusst gewählt, um sich in die Nähe der legendären Ritterschaft zu bringen. Der Wandbehang in Cluny ist anderen Tapisserieserien verwandt. Zunächst der Jagd auf das Einhorn in New York. Blumen, Tiere und Einhorn gleichen sich in mehreren Punkten. Die stilistischen Unterschiede könnten sich aus der Umwandlung des Musters zum Karton und des Kartons zur Tapisserie erklären. Die Bilder kommen Grafiken sehr nahe, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts in Paris veröffentlicht wurden. Wir verdanken dem gleichen Künstler Buchmalereien und sicherlich auch Kirchenfenster. Man schreibt ihm mehrere Stundenbücher zu. Jeder Monat wird durch eine Sibyllenfigur dargestellt. In einer Grafik der Bathseba, in Jagd auf das Einhorn und in Adam und Eva im Paradies findet sich der gleiche Brunnen. In Paradies ein Affe, der mit einem Affen in Cluny identisch ist. In Bathseba die gleiche Haltung einer Dienerin und der gleiche Spiegel wie in der Tapisserie Seen. In einer Verkündigung die gleiche Position des Engels, der gleiche Hocker wie bei zwei Tapisserien von Cluny. Bei einem Narziss im Museum von Boston entdeckt man die Blumen, die Tiere und den gleichen Brunnen wieder. Von einem Wandbehang, der zur damaligen Zeit gewebt, aber im 18. Jahrhundert zerstört wurde, sind Fragmente erhalten. Eines dieser Teile zeigt Penelope beim Weben einer Tapisserie. Gesicht und Haartracht erinnern an die Dame mit der Orgel. Der Maler und Urheber all dieser Kartons hat also in den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts im Auftrag reicher Familien aus dem königlichen Umkreis in Paris, Lyon und in der damaligen Provinz Bourbonnais gearbeitet.
Die Tapisserien wurden wahrscheinlich in Nordfrankreich oder den Niederlanden, in Brügge oder Brüssel gewebt. Manche betrachten die fünf Sinne als eine Art Zyklus. Das sechste Stück wäre dann ein Fazit. Die Freiheit, die mit den Sinnen verbundenen Leidenschaften zurückzuweisen. Das Motto könnte also einer Verweigerung Nachdruck verleihen. Die Dame wählt kein Juwel aus, sondern legt im Gegenteil ein Schmuckstück, das in ein Tuch gehüllt ist, in das Kästchen, um sich davon zu trennen. À mon seul désir könnte dann bedeuten, nur wie ich es will. Aber man kann zahlreichen weiteren Hinweisen in den Bildern des Wandbehangs nachgehen. So bestehen zum Beispiel die Tierpaare aus feindlichen Arten. Fuchs und Lamm, Ginsterkatze und Hase, kleiner Löwe und Hase. Diese Bilder beschwören also eine versöhnte Welt, eine Art Paradies. Mehrere Tiere haben eine moralische Funktion. Der Fuchs oder die Elster gemahnen an die Hohlheit von Phrasen oder die Verlockung durch Äußerlichkeiten. Die Affen sind Abbilder des Menschen, den sie hemmungslos imitieren, womit sie schlechten Gebrauch von ihren Sinnen machen. Sie stehen für die wilde, ungezügelte Natur. Der gefesselte Affe, den man bei Dürer findet, ist Symbol der gezähmten Instinkte. Die Hunde oder die Tiere mit Halsband erinnern auch an die eroberte, bezähmte Liebe. Hasen sind zahlreich vertreten, etwa 30 insgesamt. In den religiösen Allegorien symbolisieren sie fleischliche Liebe und Wollust. In Van Eycks Gemälde »Die Madonna des Kanzlers Rollin« hat die Säule der heiligen Stätte die Hasen unter sich begraben. Vermehrungsfreudig und nachtaktiv sind die Hasen auch die Tiere der Venus. Sie stehen für Fruchtbarkeit und gutes Gedeihen. Sie tummeln sich auf einem Fresko in Ferrara, das der Liebesgöttin gewidmet ist. Eine sehr verwandte Figur ist der Hund. Als Hüter des Hauses symbolisiert er Ehe, körperliche Liebe, Treue. Er taucht sowohl zu Füßen der Arnolfini-Hochzeit Van Eycks auf, als auch an der Seite einer Venus von Memling. Er sitzt auf der Schleppe der Dame mit dem Vogel, zugleich Symbol verstärkter Treue und Inbesitznahme. Der Vogel, den die Dame füttert, steht in der Poesie der damaligen Zeit für das Bild des Liebhabers. Der gleiche Assoziationsreichtum findet sich in der Flora. Das Veilchen, die Paradiesblume, ist in der Liebespoesie die Blume der Sehnsucht. Das Gänseblümchen, die Osterblume, ist auch das Zeichen der Venus. Aus der Nelke wird der Brautkranz geflochten. Orange oder Chinaapfel könnten die Frucht des Baums der Erkenntnis im Paradies sein. In der profanen Literatur begleitet die Blüte des Orangenbaums die jungen Mädchen und seine Frucht steht für Ehe und Fruchtbarkeit. Die Eiche bedeutet Entschlossenheit, Treue, Glück. Der Ilex, der Christdorn, schützt das Haus und wird mit der Geburt Christi assoziiert, also mit der Geburt eines Kindes. Die immergrüne Kiefer symbolisiert Beständigkeit. Die mit der Jungfrau Maria verbundene Rose wird zum poetischen Äquivalent der Geliebten, zum klassischen Symbol der irdischen Liebe. Der abgeschlossene Garten der Jungfrau Maria ist so, Kraft der Legenden, zum blühenden Feld geworden, das heißt zum Liebesgarten, in dem sich die Liebenden finden. Er ist von nun an das Reich der Venus. In diesem friedlichen Universum erscheint nur ein Tier kriegerisch, der Falke. In einer Tapisserie bedroht er eine verängstigte Elster. In zwei weiteren stürzt er sich auf den Reiher. Dieses Bild war damals stark verbreitet. Man findet es bei Carpaccio und bei vielen anderen Malern.
Auf dem Fresko der Venus mit den Hasen greift der Falke den Reiher an, der sich umgewandt hat und ihm trotzt. Diese Figur, einem geläufigen Jagdgenre der Epoche entlehnt, ist in Wirklichkeit ein Symbol sexuellen Verlangens. Einer der Partner macht sich zum Besitzer des anderen. Der Falke, ein mutiger Raubvogel, greift den feigen Reiher an und trifft ihn ins Herz. Aber entgegen dem Anschein wird der Falke mit der Dame gleichgesetzt und der Reiher mit dem Geliebten. Die edle Dame verführt den Geliebten und wird seine Herrin, indem sie ihn ins Herz trifft. Über dem Narziss, der nur sich selbst liebt, wendet sich der Falke vom Reiher ab. In den Tapisserien von Cluny verfolgt der Falke seine Beute, hat aber noch nicht zugeschlagen. Die heraldischen Zeichen scheinen das Gleiche auszudrücken. Der edle Ritter muss seine Dame erst noch erobern. Die Turnierlanzen sind erhoben, ein Zeichen, dass der Liebeskampf bevorsteht oder unterbrochen ist. Und der Pavillon findet sich in zahlreichen Ritterromanen. Er ist mit goldenen Zeichen bestickt, die Flammen sein könnten, Flammen der Leidenschaft. Dann würde die Dame nicht, wie wir vermuteten, den Freuden dieser Welt entsagen, indem sie sich ihres Colliers entledigt. Sie könnte sich vielmehr entkleiden, um den Pavillon zu betreten. Der sitzende Hund wartet geduldig wie ein treuer Liebhaber. Der Löwe, Symbol der Manneskraft, brüllt. Das Einhorn, Symbol der Keuschheit, ist wachsam. Beide Tiere unterstreichen die Feierlichkeit und Intensität eines vielleicht erotischen Moments. A mon seul désir oder mon seul désir könnte das stolze Motto der Familie Leviste gewesen sein. En la cité de gracieux désir. De Léal Cœur content de joie, ma maîtresse, mon seul désir. Das Wort Désir meint in der Poesie von Charles d'Orléans oder den zeitgenössischen Romanen in den meisten Fällen die Liebessehnsucht. Aber die Inschrift ist seltsam. Während Seul von Mon und Désir durch rautenförmige Verzierungen getrennt ist, steht nach dem A ein Punkt und nach Désir stehen zwei. Der folgende Buchstabe könnte ein I sein. Die Inschrift läse sich dann Mon seul désir, eingerahmt von zwei Initialen. Das erste stünde für den Auftraggeber, das zweite wäre das Initial dessen, dem das Werk gewidmet ist. Der Cousin von Jean Leviste, Aubert, war mit Jeanne Baillet verheiratet. Das J schrieb sich I. Der Sohn Auberts, Antoine, hat Jacqueline Raguillet zur Frau genommen. Das A und das I könnten also diese beiden hochgestellten Persönlichkeiten betreffen. Die Doppelknoten des Seils, von denen das Zelt gehalten wird, umfassen auch die beiden Buchstaben A und I. Knoten als Symbole der ehelichen Bindung oder Liebesbande und Initialen spielen eine große Rolle in den Tapisserien dieser Epoche, die häufig Hochzeits- oder Verlobungsgaben waren. Schließlich könnte das Motto ein Anagramm des Namens Leviste sein, da T und D häufig verwechselt wurden. Kann man das Bilderrätsel noch weiter entschlüsseln? In Sehen hält die Dame den Spiegel, aber das Einhorn erblickt sich darin. In Hören bedient sie die Orgel, aber zum Vergnügen des Löwen, des Einhorns und der anderen Tiere. In Riechen flicht sie einen Kranz, aber es ist der Affe, der an einer Rose riecht. Die Frauen und jungen Mädchen sind also nicht wirklich beteiligt an unserer Sinnenwelt, sie wirken wie abwesend. Im Mittelalter trugen die Frauen den Kopf stets bedeckt. Das freifallende Haar, der gelockte oder mit einem Band zusammengehaltene Haarschopf, sicherlich inspiriert durch griechisch-römische Statuen, ist Zeichen einer Frau oder Göttin der Antike. Galatea, Flora, Penelope. Aber auf dem Kopf zusammengebundenes Haar, Turban,
oder auch Diademhaube finden sich in den Sibyllenabbildungen einer florentinischen Grafikreihe von 1470 wieder. Diese Prophetinnen des Altertums wurden von der katholischen Kirche in Besitz genommen, weil sie angeblich die Ankunft Christi vorhergesagt hatten. Als sehr beliebte Figuren sind sie im Mosaikpflaster der Kathedrale von Siena und in zahlreichen anderen Bauwerken verewigt. Es gab damals 10 Sibyllen, genauso viele, wie sich an weiblichen Personen, Frauen und junge Mädchen zusammengenommen, auf dem Wandbehang finden. Aber warum eine 6. Tapisserie? Im November 1474 bittet Lorenzo de' Medici einen Philosophen an seinem Hof, Marsilio Ficino, das Gastmahl von Plato zu kommentieren. Ficino, ein gelehrter Gräzist, entwickelt eine ganze Theorie des Schönen. Um das Schöne zu erkennen, verfügt der Mensch demnach über 6 Mittel. Seine 5 Sinne und einen 6., das Begriffsvermögen. Tasten, Schmecken, Riechen führen zum Erkennen der Materie. Hören, Sehen, Begreifen zum Verstehen. Und diese letzten 3 Mittel reichen aus für die Liebe. Die Liebe ist das Verlangen nach Schönheit, und die Schönheit ist Gott. Die Suche nach Liebe ist also eine Suche nach Gott. Das glühendste Verlangen wird von nun an als eine göttliche Offenbarung betrachtet. Die Göttin Venus steht im Zentrum dieser philosophischen Spekulation. Diese Theologie der Liebe beeinflusste sogleich ganz Europa. Dutzende literarischer oder malerischer Werke ließen sich davon inspirieren. Sehr bald zirkuliert der Kommentar Ficinos am Bourbonenhof in der Umgebung von Anne de France, der Tochter Ludwigs XI., die zusammen mit ihrem Mann Pierre de Beaujeu die Regentschaft nach dem Tod des Königs weiterführt. Kein Wunder also, dass gerade im Bourbonnais die Tapisserien der Familie Levist und einige weitere im gleichen Stil in Auftrag gegeben wurden. Einer der Gelehrten im Umkreis der Beaujeu, Saint-Forin Champier, verfasste auf Wunsch der Regentin ein Buch der Prophezeiungen und Weissagungen der Sibyllen, das sowohl die Übersetzung der sibyllinischen Prophezeiungen als auch Ficinos Kommentar über die Liebe enthält. Das waren die Grundlagen einer neuen philosophischen Strömung, die disparate Welten vereinte. Die Heraldik, die in der aristokratischen Tradition der Turniere stand und sich auch als Beschwörung des Liebesduells lesen ließ. Die höfische Poesie, die vom Christentum den Gedanken des Paradieses übernommen hatte, um daraus den Liebesgarten zu machen. Die Bestiarien, deren Tierbeschreibungen Allegorien der menschlichen Leidenschaften waren. Die wunderbare Märchenwelt mit ihren magischen Objekten. Schließlich die Personen der antiken Mythologien. Die Sibyllen dienen feengleich als Vermittler zwischen diesen imaginären Welten. Der äußersten Verdichtung dieser geheimen Sinnenwelt verdanken wir 6 eigentümliche Momente, die wir nicht mehr so wahrnehmen können wie die Eingeweihten der damaligen Zeit. Aber eines vermitteln sie auch uns Heutigen. Sie künden vom Verlangen, von der Suche nach Schönheit.